soldier, that's my name. I'm not here to be fame. Hallo liebe Filmfans und ja, auch fucking Freaks. Willkommen zu einem neuen Update-Video, mal wieder neues Update-Video. Ein bisschen anhand von meinem Thumbnail kann man es ja ein bisschen erahnen. Ich bin auf dem sehr, 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 sehr guten Weg, die 1000 Blu-ray-Steelbooks vollzukriegen. Also nicht nur Steelbooks, ich zähle auch Future Packs, Metal Packs mit zu. Und da ist natürlich dann wieder ein guter Teil davon jetzt auch im neuesten Update-Video natürlich wieder vertreten, sagen wir es mal so. Aber fangen wir mal an erstmal mit ein paar anderen Sachen, die ich noch ergattern konnte. Und zwar zum einen, beziehungsweise als allererstes, die erstmals auf Deutsch, auf Blu-ray, der Anime-Klassiker schlechthin, Riding Bean, freigeben ab 16. Hier im schönen Shubo. Das Einzige, was ich schade finde, dass die ganzen Backcover-Angaben nur auf dem Shubo angegeben sind und nicht auf der Amare. Das ist schon wieder schade, aber bildtonmäßig klasse. Gut, Ton kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. Wir haben jetzt hier den deutschen Ton von, ich glaube, das ist sogar PCM. Ich glaube, Deutsch PCM, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber an sich, die Tonqualität, klasse. Bildqualität, astrein. Bei Amazon gibt es eine Rezension. Bild auf einfach nur VHS wie Niveau runtergerippt. Am Arsch. Also das Bild war nie schärfer von Riding Bean. Klasse. Also richtig, richtig klasse Veröffentlichung. Kann ich nur empfehlen. Und ist ja im deutschen Vertrieb von Anime Sugoi. Und die haben jetzt auch bei Facebook gepostet, es gibt oder es wird wohl auch wahrscheinlich bald Bubblegum Crisis auf Blu-ray geben. Zwar ohne deutsche Synchro, weil es keine deutsche Synchro davon gibt, aber eben halt in Deutschland auf Blu-ray. Zwar dann mit Untertiteln, ich hoffe dann mit englischer Synchro, weil dann kann man sich wenigstens die auch auf Englisch angucken. Wäre geil. Bubblegum Crisis, Bubblegum Crash, ich glaube AD Police und noch ein Klassiker. Also richtig, richtig cool, richtig, richtig cool, was sie ja vorhaben. So, dann kommen wir noch zu einem kleinen Pack, den ich wieder auf den Trödelmarkt geschossen habe. Und zwar einen Film, den ich eigentlich mir letztens bei Medibobs bestellt habe in der Two-Disc Collector's Edition, mir jetzt nochmal in der Two-Disc Collector's Edition gekauft habe, aber dann ist Steelbook. Und zwar JCVD, freigegeben ab 16. Leider hier FSK-Flatschen aufgedruckt. Egal. Hier auch in der Tunis Collector's Edition. Ich sag mal 5 Euro für bezahlt. Kann ich voll und ganz mit leben. So, dann geht es weiter mit einem Film, den ich eigentlich schon mal in der Sammlung hatte, dann wieder verkauft habe und mir jetzt doch wiedergeholt habe, weil ich finde irgendwie diese Einflüsse von Anime, die der Film hat, finde ich schon irgendwie ganz geil. Und zwar Adam Chaplin. Keine Freigabe, weil das hier die Extended Edition ist und die eigentlich offiziell gar nicht geprüft wurde. Hier ist das Cover B vom Mediabook. Ich hatte, glaube ich, mal Cover A. Ja, was heißt Mediabook? Das Mediabook hat gerade mal 8 Seiten. Na, egal. Auf jeden Fall ein Kracher von Film. Also von den Gore-Effekten, alter Schwede. Und aber man merkt auch teilweise an den Kampfszenen, dass der doch sehr, sehr, ich sag mal, sehr viele Einflüsse des Anime hat. Also was die Machart und so angeht, denkt man sich schon, ah, okay, die standen schon so sehr auf Animes. So, dann geht es weiter, auch vom Trödelmarkt. Ein Film. Dazu muss ich mich berichtigen. Ich hatte, glaube ich, ich hatte mal mehreren Kumpels gesagt, das habe ich durch ein Video von einem anderen YouTuber gesehen. Ich glaube, ich habe das aber durch das Bonusmaterial bei der Waterworld Edition gesehen. Und zwar der Tag, an dem die Erde Feuer fing, freigeben ab 16 oder 12. Sogar ab 6, Entschuldigung. Freigeben ab 6. Habe ich noch nie gesehen, soll aber ein richtig, richtig guter Sci-Fi-Katastrophenfilm sein.
Hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der ist von 1961. Kann ich nichts zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht weiß das einer von euch. Gibt es den Film auch einzeln auf Blu-ray? Weil bei Amazon, bei OFDB habe ich da nur einen Eintrag gefunden, den als normale DVD und auf Blu-ray aber nur im Mediabook. Also vielleicht weiß da einer was mehr. Aber habe ich noch nie gesehen den Film. Bin ich mal gespannt drauf, wie der so ist. So, dann noch eine niegelnagelneu eingeschweißte Blu-ray für 2 Euro. Dead Zone Z, ich sage jetzt einfach mal Dead Zone Z, weil ich glaube, bei OFDB steht nur Dead Zone. Freigegeben ab 16 mit Michael Jai White. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, noch nie mal einen Trailer davon gesehen. Aber gucken wir mal, wie es ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt unbedingt Michael Jai White eine Hauptrolle hat. Ich weiß es nicht. Aber spielt sogar auch Jeff Fahey mit, der ja in Alita Battle Angel mitgespielt hat, Planet Terror und Machete. Aber wie gesagt, vom Cover sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Mal gucken. Und für 2 Euro kann man jetzt nichts falsch machen. Dann habe ich auch noch beim Rückweg, ich sag mal beim Rückweg, noch bei einem Stand gefunden, zwei Blu-ray-Filme für jeweils 3 Euro. Zum einen Harsh Times, freigegeben ab 16, ist sogar, was ich gar nicht wusste, dass das ein Film von David Ayer ist. Noch nie gesehen, auf jeden Fall mit Christian Bale und Eva Longoria. Keine Ahnung, wie der ist. Werde ich mir mal geben. Und dann noch auf dem Trödelmarkt, wie gesagt, der zweite Film, den ich mal geschossen habe. Paycheck, die Abrechnung, freigegeben ab 12. Hier leider ohne Wendecover. Paramount macht das ja meistens jetzt alles mit Wendecover. Aber hier damals noch ohne. Ja, ist jetzt einer, der nicht so guten John-Woo-Filme, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so ganz kacke, von daher. Und für 3 Euro kann ich jetzt nicht meckern. So, dann kommen wir zu einem kleinen Packen, den ich geschossen habe bei einem kleinen Trip nach Münster. Fangen wir mal an mit dem einen Film, den ich bei André gefunden habe. Nee, war das ein Film? Warte mal. Moment. Moment. Mal eben gucken, war das ein Film nur? Ja, das war nur ein Film. Da war ich bei Andrea, wieder ein bisschen geguckt, etc. War aber nur bei einem Film fündig geworden. Und zwar Straßen in Flammen, freigegeben ab 16. Der Film ist echt ein richtig, richtig, richtig guter Film. Er hat sehr viel von einem Musical, aber scheiß drauf. Alleine Willem Dafoe und Diane Lane und hier, mein Gott, wie heißt der denn nochmal? Michael Paré. Klasse. Also ich fand den Film richtig gut und wie gesagt auch hier richtig schön in der schwarzen Armoiré. Ich finde auch das Design irgendwie cool. Von daher schon richtig, richtig klasse. Richtig, richtig nice. So, dann jetzt kommen wir zu dem Oberknaller. Dann bin ich nach Saturn. So, und ich habe gedacht von wegen, guck mal vorher online etc. Mal ein bisschen geguckt so nach dem Bad Boys Steelbook. Hier Bad Boys 4 Steelbook. Online sofort lieferbar, Marktabholung leider nicht möglich. Late Night with the Devil, online sofort verfügbar, Abholung leider nicht möglich. Ich so, was habt ihr denn über, was hab, da habe ich mir nur gedacht, was habt ihr denn dann überhaupt noch im Markt? Also raff ich nicht, aber egal. So, jetzt kommen wir zum Oberknaller. Ich habe alle, jetzt die, 1, 2, 3, 4, warte mal. 1, 2, 3, 4. 4 von den 5, die ich jetzt in der Hand hochhalte, habe ich online nachgeguckt bei Saturn. Da hieß es nicht verfügbar, beziehungsweise nicht, keine Abholung möglich. So. Zum einen Bad Boys Ride or Die. Freigegeben ab 16. Das 4K-Steelbook. Noch niegelnagelneu eingepackt. Laut Internet bei Saturn, keine Abholung möglich. Wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen. Bin mal gespannt, wie er ist. So. Laut Saturn Online, keine Marktabholung möglich. Der Admiral 2, freigegeben ab 16. Fand ich jetzt nicht so schlecht, aber ich fand den ersten besser, muss ich wirklich sagen. Wenn mir mal einer sagen kann, wo ich von dem ersten Film, der Admiral, die ungekürzte Langfassung kriegen kann.
Das ist anscheinend auch so ein Out-of-Print-Ding. Also ich glaube, bei Amazon ist die nicht, hat die noch nicht mal einen Anbieter drin. Bei eBay finde ich sie nicht, bei Minimobs finde ich sie nicht. Wer mir die mal irgendwie günstig empfehlen kann, wo man die bekommen kann, gerne mal melden. Aber wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich fand den ersten besser. Dann, welcher auch angeblich laut Saturn Online nicht marktabholungsfähig gewesen ist. Boy Kills Worlds, freigegeben ab 18. Und ich fand den Film geil. Ich fand ihn richtig geil. Die Kampfszenen klasse. Auch so schauspielerisch klasse. Alleine was Bill Skarsgård sich dafür antrainiert hat, richtig, richtig geil. Und also ich fand den Film Burner. Jetzt hätte ich mir nur gewünscht, dass sie entweder eine gelbe Amore hier drauf mit beklatschen oder eine rote. Aber egal. Aber auch laut Saturn keine Abholung möglich, keine Marktabholung möglich. Den habe ich durch Zufall gefunden. On the Line, freigegeben ab 16 mit Mel Gibson. Fand ich einen richtig guten, ich sag mal einen richtig guten Thriller, der zum Ende einen Twist hat, beziehungsweise zwei Twists, wo ich echt nicht mitgerechnet hätte. Aber sowas von gut. Kann ich nicht meckern. Richtig, richtig gut. Und eben halt auch laut Saturn Online keine Marktabholung möglich. Late Night with the Devil, freigegeben ab 16. Und den Film fand ich auch richtig gut. Das Einzige, wo ich jetzt nicht ein bisschen durchgestiegen bin, ist der Schluss. Aber, das heißt, nicht durchgestiegen bin, aber man fragt sich, okay, war das jetzt so oder war das so? Aber an sich fand ich den Film echt nicht schlecht. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel, wie bei der Amore, hätte ich mir zum Beispiel auch das Cover von dem Mediabook gewünscht. Aber ich finde das jetzt auch okay. Von daher, naja. So. Dann kommen wir noch zur vorletzten Position dieses Updates, und zwar Volume 2, und somit habe ich jetzt die komplette Serie auf Blu-ray von Gurren Lagann, freigegeben ab 16. Hatte ich ja im letzten Update-Video schon mal erwähnt, dass ich mir Volume 1 habe ich ja bei Kleinanzeigen gebraucht geschossen und Volume 2 habe ich mir ersteigert und habe jetzt für beide Volumen zusammen so viel bezahlt, wie ich bei Amazon für Volume 1 alleine bezahlt hätte. Und Volume 2 ist sogar noch nigelnagelneu eingeschweißt. Von daher, was will ich mehr? Wie gesagt, jetzt so gesehen komplett die komplette Serie auf Blu-ray. So, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich gesagt habe, von wegen, ich nähere mich mit großen Schritten immer mehr den 1000 Blu-ray-Steelbooks. Und zwar habe ich für einen richtig, richtig guten Kurs. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, es ist keine J-Card mehr für jeweils vorhanden, aber ist mir sowas von egal. Die Discs sind wie neu, die Steelbooks sehen aus wie neu, keine Kratzer, keine Dellen, nichts. Und zwar geht es um die, oh Gott, ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig hochhalten kann, bisher komplette Star Wars-Reihe im Steelbook. Geil. Freigeben ab 12, Episode 1 freigeben ab 6, aber egal. Darunter eben halt dann die, so hier die Titel und dann immer schön mit den Kinomotiven. Das finde ich noch richtig geil. Rogue One. Richtig geiles Cover. Ist aber immer nur die Blu-ray plus Bonus Blu-ray. Es gibt, glaube ich, auch in England davon genau das gleiche Steelbook, wo die 4K-Discs mit drin sind. Ist hier aber nicht der Fall. Aber sowas von geile Cover. Einmal hier Rogue One. Dann haben wir hier Solo, A Star Wars Story. Dann haben wir noch hier, mein Gott, was ist denn jetzt hier? Star Wars: The Rise of Skywalker, beziehungsweise der Aufstieg Skywalkers. Oder der Aufstieg Skywalker. Star Wars: The Last Jedi, die letzten Jedi. Mein Gott, was ist denn jetzt hier? Komm schon. Dann Star Wars: The Force Awakens, beziehungsweise das Erwachen der Macht. Dann Star Wars: The Return of the Jedi, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und auch immer mit den richtig schön mit den Kinopostermotiven. Star Wars: The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück. Klasse. Dann Star Wars: A New Hope, beziehungsweise Star Wars: Eine neue Hoffnung. Oder bei uns Krieg der Sterne. Dann Star Wars Episode 1, Revenge of the Sith, die Rache der Sith. Dann. Nein! Nicht passiert, Schutzle. Oh, Gott sei Dank. Dann Star Wars Episode 2, Angriff der Attack of the Clones, Angriff der Klonkrieger.
Und, so oh Gott, zu guter Letzt, das Steelbook, was mir gerade ein bisschen runtergefallen ist, aber Gott sei Dank nichts dran passiert ist. Dank der Schutzhülle. Star Wars Episode 1. The Phantom Menace, beziehungsweise die dunkle Bedrohung. Puh, hab ich Schwein gehabt. Da hab ich jetzt gerade echt gedacht, vorhin, gut, dass du da jetzt noch die Schutzhülle drum hast. Heieiei. Das wäre echt schief gelaufen. Aber die Covermotive, alle grenzgeil, alle immer diese Anlehnung an die, an die Kinomotive. Richtig klasse. Und wie gesagt, für einen richtig guten Kurs. Ich habe letztens einen gesehen, der dort, glaube ich, alle drin gehabt für, ich glaube, fast 300 Euro. Und, gut, da waren die J-Cards bei, aber, da habe ich jetzt Welten nicht für bezahlt. Und, ja. Das war jetzt so mein neuestes Update-Video. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch soweit gefallen. Und ja, dann würde ich natürlich auch wie immer sagen, ja, ich muss mir nicht mal was anderes einfallen lassen, aber egal. Bis zum nächsten Mal.